Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries. Mit mir dem war ich. Ja, hier, ich habe immer noch den Loop Mond hinten dran. Ich finde den so geil. Finde den mega cool. Ja. Also, dann schauen wir doch mal einfach hier rein. Habt ihr das Ding eigentlich gesehen? Habt ihr den Loop Mond gesehen? Das also sah mega nice aus diesmal. So, ja, hier Mythic Sui. Ist natürlich Omas altmodische Tulle. Ja, Zardos hat jetzt da tatsächlich den Mythic Duet rausgezogen. Allerdings hat er den vorher schon gehabt. Bisschen ärgerlich. Hat seitdem es diese Schatulle gibt, das bestärkt mich darin, es nicht zu tun. Seitdem es das Ding gibt, hat er 25, jeden Tag 25 Gems dafür ausgegeben. Und jetzt hat er das erste Mal eine Mythic-Karte gezogen und das war jetzt eben das Dewey. Schade, hätte er sich das ein bisschen gespart. Hätte er schon andere Karten dafür haben können. Naja. So. Dann gehen wir hier in den Shop rein. Und dann haben wir hier nach wie vor die Winter Tire Box. Die habe ich euch ja schon vorgestellt. Mit Eggnog Roger und so weiter und so fort. Hier kabellos Audiosender, Bill Lottery, Pantry Guns, Wodka, Bier und Roger. Bei den Gegenständen haben wir hier diese ganzen Kombos, die echt nice sind. Also auch hier Center Bill, Pinguin Konservator und so weiter und so fort. Also da sind schon nice Kombos dazwischen. Also auf jeden Fall interessant. Dann haben wir die Martian Tire Box mit dem Martian Kalender. Hier Mutilated, Therapeutors, Eugene Belcher, McGriffin, Arc Sketch und Graffiti Mural. Und eben dann diesen 6 Kombos, die man jetzt da wieder mal nur zum Teil sieht. So, beide Boxen natürlich so aufgebaut, dass man, wenn man 700 Gems investiert, mehr rausbekommt als bei einem normalen Sonderangebot. Muss ich einfach anschauen, ob einen die Karten interessieren. So, dann haben wir hier das Mythic Peter Pack. Und da ist ein Kuchi Copy Sculptor, Mutilated Therapy Dolls, Arc Sketch und Francine Smith drin. Ich mag Francine Smith nicht, deswegen klicke ich die auch ganz schnell wieder weg. Dann haben wir hier Lois Griffin. Auch davon bin ich jetzt nicht so super begeistert. Und da sehen wir auch schon das nächste VGE, das kommen wird, das ist nämlich Musik. Und hier, die Box ist für Musik natürlich geil. Wir haben einmal den Hip-Hop-Bob vorne als Pre-Combo. Dann haben wir Big Mountain Fudge Cake. Und da gibt es ja schon richtig nice Kombos für. Sind zwar jetzt nur 46, aber so gut. Panflöten-Stewie, dann Maggie Mac. Hier Panflöten Brian. Electric Love ist jetzt nicht ganz so toll. Die ist schon wiederum ganz interessant. Die tanzende Peggy. B6 ist Schrott. Schmieriger Stan ist mit 21-fach Cripple All. Überlegt euch das mal hier. Da mit dem normalen Epic sind es nur 6-fach. Aber da 21-fach Cripple All. Leck mich am Buckel. DJ Buttercup. Sommerliebe, Boombox Daddy, One Man Musical ist auf jeden Fall mega nice, Working Song ist jetzt wiederum nicht ganz so toll, Hip Hop Bob, ey, zieht euch mal diese Werte rein, ne? 28 Punch, 21 Angriff, 13-fach Cripple All, 19-fach Grace Days, also Hip Hop Bob wird eine dominierende Combo in diesem neuen BGE dann sein. Rod Rodriguez to Real. Kastanierten Zoidberg. Ja, super, super Tanztrop. Super Dance Drop. So, ist auf jeden Fall, Super Dance Squad ist auf jeden Fall ziemlich nice. Hier noch drehender Jeff, Nibbler auf dem Dach, Eugene Belcher und Hank Hill. Also diese Box kann ich euch tatsächlich nur wärmstens empfehlen. Die Karten, die hier drin sind, ja,
Also der ein oder andere von euch wird da schon das schon Karten von haben und wird die dann auch fusen können. Und demnächst, wie gesagt, kommt das Music BGE. Sollte beim nächsten Rumble dann mit dabei sein. Ich glaube, wenn der nächste Rumble anfängt, ist dann Music BGE auch am Start. Insofern gute Box. Ehrlich, gute Box. So, dann sind wir hier in der Meisterschaft. Und ja, dann schauen wir uns doch mal an, was da so drin ist. Da ist jetzt heute dieser Black and Orange Party. So, dann schauen wir uns den mal an. Was ist dies? Was ist dies? So, mit einem Teddy und mit Kostümkarten und dann kommt es dabei raus. Also, ich bin jetzt nicht wirklich begeistert davon. Braucht kein Mensch. Können wir gleich auch wieder wegklicken, weil ist sich keine 500 Gems wert. So, dann haben wir Elemental Cool. Das ist die zweite Karte, die keine 500 Gems wert ist. Das ist nämlich das hier. Da hast du nämlich eine Peggy mit Drunk, mit Elemental Bier. Und dann kommt Elemental Cool raus mit einem Burger. Und der ist noch nicht mal uneingeschränkt. Also insofern, sorry, aber das verdirbt mir tatsächlich die Laune, wenn ich sowas sehe. Deswegen ganz schnell hier wieder weg. Kombo-Cards. So. Dann gucken wir uns die nächste Combo an. Und die nächste Combo, Dance of Peace, ist eine defensive Combo mit dem Zoidberg. Aber ist schon wieder etwas interessanter hier. Du hast eine Mauer, du hast Bodyguard und du hast alle Heilen mit drin. Ja, und wenn man sich das anschaut hier, eine 20er Mauer, neunfach heilen für alle zum Beispiel. Ja, das ist ja bei K-Pop-Video und bei Pimp My Slay so und Bodyguard. Dann muss ich sagen, ist das nicht uninteressant. Ja, das Problem daran ist, dass dieser Burger für alle eben nur um einen Wert erhöht werden würde bei den 10%, aber wir hätten einmal eine 22er Mauer, wir hätten vermutlich 19-fach Bodyguard, wir hätten dann bei einem Mal 10-fach heilen, 22 Angriff und 92 Leben. Ja. Wenn man das Ganze dann nochmal erhöhen würde, dann hättest du schon eine 24er Mauer, 11-fach Burger für alle, 21 Bodyguard, 24 Angriff und 101 Leben. Ja, und da wird das Ganze dann doch schon wirklich interessant, ne? Also Dance of Peace, vor allem in der im Hinterkopf behalten. Nächstes ist Music BG. Also diejenigen, die einen Dr. Zoidberg haben, den Mythic Dr. Zoidberg. Da kann man sich echt mal überlegen, ob man da wenigstens mal 1000 Steine reinsteckt. Ja. Letzter Zeit kamen nicht mehr so viele interessante Kombos. Da wird bestimmt was dabei sein. Ich bin sogar am Überlegen, weil ich mir ja den Mythic Dr. Zoidberg holen werde, sobald er draußen ist, in irgendeinem Pack. Also müsste ja dann wirklich reichen jetzt diesmal. Dann bin ich mir echt am Überlegen, ob ich mir die schon mal auf Vorrat kaufe. Also wenigstens einmal. Auch wenn ich den Dr. Zoidberg noch nicht habe. Aber da ich ja weiß, dass ich ihn kriegen werde, weil ich ja jetzt schon so knapp davor bin, wer es nicht gesehen hat, auf dem zweiten Account habe ich ja das Mythic Zoidberg Pack Opening gemacht. Und da hat mir nicht mehr viel gefehlt. Und auf meinem ersten Account habe ich es dann nicht mehr gemacht, weil da hätte mir noch ein bisschen mehr gefehlt. Aber das ist ja jetzt inzwischen erledigt, also das müsste dann mit meinem ersten Account dann auch passen. Sollte der Zoidberg das nächste Mal wieder reinkommen. Und deswegen bin ich mir echt überlegen, hole ich mir das oder hole ich mir das nicht? Weil wäre schon cool, wenn man den Zoidberg dann irgendwann hat und dann tatsächlich schon gleich die erste Combo. Aber das ist auch wirklich nur, weil ich weiß, dass ich das Ding bald irgendwann, vielleicht in einem Monat oder so haben werde. Ja. Also hätte ich den Zoidberg, würde ich mir auf jeden Fall, würde ich wenigstens mal 1000 Steine reinstecken. So, jetzt gehen wir mal zur nächsten Combo. Und
Die nächste Kombo ist hier jetzt. Komm. Ich mache das jetzt einfach. Ich hole jetzt einfach Dance of Peace, obwohl ich ihn noch nicht habe. Hole ich mir das Ding jetzt schon, ja? Obwohl ich ihn noch nicht habe. So, schließen. Weil ich, wie gesagt, weiß, dass ich ihn kriegen werde. So, jetzt gehen wir hier noch in die letzte Combo rein. Das ist Greasy's Gedooch. Und die sieht anders aus. Das ist immer noch die andere. Greasy's Gedooch. Und hier haben wir natürlich jetzt was. Bob mit. Eigentlich kannst du sagen, nur mit der Blurns Ball. Aber das ist durchaus eine One-Hitter-Karte. Das ist auch das Einzige, was die kann. Das ist auch wirklich das Einzige, was die kann. Deswegen müssen wir uns, schauen wir uns die mal jetzt an hier. Das ist hier. Na, da. Ich hatte es nicht eingeblendet. Ja. Und hier unten Mythic Bob mit der Blurns Ball. Er gibt hier den Greasy Skadooch. Und der hat dann schon 46 Angriff im First Hit. Was würde das bedeuten, wenn wir jetzt hier 10% draufklatschen würden? Dann wären wir bei 26, bei 24 Angriff. Dann wären wir schon automatisch bei 50 Angriff im First Hit. Man muss sich hier aber auch sicher sein bei dem Greasy Skadooch, dass man auch tatsächlich den First Hit schafft, weil das Ding hat halt sonst nichts außer dem Punch, ne? Ist nichts da, keine Mauer, kein Leech, kein gar nichts. Das ist einfach nur Punch. Also wenn dann jetzt zum Beispiel eine Mythic Louise käme, hättest du ein Problem. Ja, die kriegst du nämlich nicht gleich down und dann kann die unter Umständen schon eine Combo spielen und dann könntest du schon wieder Probleme kriegen. Also ja, interessant, weil ich weiß, dass ich auch immer mal eine Blurns Ball Quad-Fused habe und eventuell für ein Sport Siege könnte das auch, also für ein Siege und dann eine Sportinsel anzugreifen oder so, könnte das auch ganz interessant sein. Und so hätte er 46. Nun komm, ich hole mir den auch noch. Ich mache auch das jetzt hier. Und haben wir heute mal zwei Karten gekauft, zwei Kombos. Einmal die und einmal die. Ist auf jeden Fall nicht uninteressant. Und dann sind wir auch bei täglich drei Pakete kaufen. Ist das nicht toll? So. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Ender. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.